öffne. Oh, mein Patzer ist weg. Hm? Ja. Yeah. Hm? Fünf Ritter, hä? Also vier Ritter und die eiserne Lady. Kennen wir alles schon? Nein, ich bin Stock. Ah! Oh, ich brauche Leben. Oh, hier gibt's kein Leben. Kann ich die Arkebuse nehmen? Wo ist denn die? Da. Ach ne. Komm mal, Bibi, lade auf. Oh, schießt du sogar noch daneben. Und jetzt. Ach nö, wieder daneben. Hier kann ich doch aufladen, ja? Ja? Komm, her. Aua! Da durch. Aufladen, ja, ja, ja. Kann ich die vielleicht doch so treffen? Nö. Nicht schlecht, Arthur. Ja, kennen wir alles. Oh, und er zieht sich wieder aus. Captain Middle Age, was ist mit dir? Ja, ja. Nö, ich warte nicht, das bestimmt nicht auf dich. Du sollst mitkommen. Hab jetzt Leben. Komm, geh mir aus dem Weg. Da ist die nächste. Da kann ich mir noch Rüstung holen. Gut. So. Ich bin wieder gerüstet. Da ist die schon wieder. Ja, ich werde ganz bestimmt nicht auf die warten. Haben wir hier. Ah, sehen wir ja nicht auf der Map. Nur per Minimap finde ich. Wir wollten mal sehen. Oh, Captain Middle Age. Oder Captain Idiot eigentlich. Muss es doch noch mehr dieser Fahndungsdinger da geben. Fahndung loswerden. Komm, wir steigen erstmal auf einen der Pferde. Nein, ich wollte das andere eigentlich, das 0815 Ding. Ach ne, jetzt ist eh zu spät. Nein. Ja, mach da Randale, genau. Oh. Warum rennt er immer noch nackt rum? Warum, wie kommt der überhaupt? Das Typ ist ein Idiot. Mal wieder ein Fahndungsbild. Ja. So, einen brauchen wir noch. Einen müssen wir noch loswerden. Finden wir den letzten. Das machen wir so, die noch loszuwerden. Ja.
Oh, wow, das war eine Zeitverschwendung. Danke für nichts. Warte, eigentlich, es könnte einen Weg geben, sie zu erledigen. Wirklich. Ich glaube, ich habe eine Idee. Vertrau mir, so wird es funktionieren. Wirklich. Lass uns später treffen, okay? Bitte. In Ordnung. Zieh einfach schon einmal ein verdammtes Hemd an. Eine Hose wäre auch nützlich. Eine Hose wäre gut. So, wir haben wieder Upgrades verfügbar. 6 Stück haben wir. Was können wir machen? Was ist das? Geifeld seltener von normalen Pferden. Geifeld seltener von schnellen Pferden. Boah, lass mal das machen. Denn das nervt immer, von denen runterzufallen. Dann haben wir hier, außer das Pferd wird um 30% schneller regeneriert. Das ist auch gut. Ja. So, was haben wir noch offen dort? Hallo Wache. Wir nehmen den hier wieder mal mit. Hm? Dann haben wir ein bisschen Musik. Wir sind wieder bei 6.500. Wohl gleich nicht mehr. 7.200. Auch gut. Nettes Sümmchen auf jeden Fall. Haben wir ein Pferd. Kriegshuf. Warte mal, ist das nicht das, was Dings hier braucht? Hier der Pferdemundtrainer. Weg. Wir versuchen das mal mit dem Pferdetrainer da. Was nicht der ist, halten wir weiter Ausschau. Aber es wäre schon geil, wenn wir die Rüstung von der jetzt kriegen. Ja, da arbeiten wir uns zwar auch hin. Wäre schon nice, wenn wir die jetzt schon haben. Auf nach Disneyland. Ich brauche ein Kriegspferd mit schwarz-weißen Streifen. Ah, ein Kriegspferd. Schwarz-weißen Streifen. Kriegen wir das hin? Ich mach dieses Lied. Warte mal, ist das ein Kriegspferd? Mal schauen. Panzerpferd. Nee, Panzerpferd ist kein Kriegspferd. Der sagt die ja schon beim Namen. Auch wenn er diesmal das D vergessen hat. Bei Pferd. Aber. Hier werden wir schon. Am Friedhof. Warum immer beim Friedhof? Müssen wir hier rein.
Und hier gibt es noch ein Rennen. So. Die erstaunlichen Abenteuer des Captain Middle Age. Ja. Erstaunlich auf jeden Fall. Also, der Plan, um die eiserne Dame zu besiegen, lautet: Meine Frau hat mich wegen eines jüngeren Kerls verlassen. Was nun? Oh, welche Demütigung. Ich bin so erbärmlich, dass der Bischof selbst die Scheidung zugelassen hat. Er warf einen langen, harten Blick auf mich und sagte: Willst du wissen, was er sagte? Hallo? Zum Teufel, nein. Das hat er gesagt. Hey, hast du irgendetwas, mit dem ich mir die Handgelenke aufschneiden könnte? Oder ein Glas, was ich essen könnte? Heilige Scheiße, Mann. Das ist cool und alles, aber können wir wieder zur eisernen Jungfrau zurückkehren? Oh, richtig. Ja, sorry. Nun, ich habe einen Plan, um die dumme Hexe zu besiegen. Aber wir müssen zum Kloster fahren. Fahre zum Kloster. Kennst du den Monkman? Nein. Er ist ein genialer Erfinder und lebt im Kloster. Willst du seine Geschichte hören? Seine was? Als er klein war, wurde er von einem radioaktiven Monkman gebissen. Dies veränderte drastisch seinen Körper. Er wurde fett, kahl und unglaublich ruhig. Entwickelte auch einen starken Geschmack für Alkohol. Also wurde er im Grunde genommen ein typischer Mönch. Nein, er wurde zum Monkman. Tag und Nacht sitzt er im Kloster und erfindet Dinge. Seine neueste Erfindung ist die Granate der Heiligen Hand. Ich habe gehört, sie sei so stark, dass sie die Rüstung der alten Lady durchdringen könnte. Also dieser Monkman. Ist der Monkman. Ist er ein Freund von dir? Leider nicht. Wir müssen improvisieren. Gott sei Dank. Geil, dass der auch nur seinen Kommentar dazu gibt. Hey, warte mal. Ja, komm her. Was bist du denn für ein Idiot? Komm her. Ja, komm. Müsste der... Ja, jetzt kommt der Idiot auf. Ah. Gibt es irgendwo einen Dreisitzer? Ein Dreisitzer-Pferd? Nö, irgendwie nicht. Aber wir können hier uns eben was schnabulieren. Ja. Ah, okay, die beiden kämpfen. Ja. Jetzt sind wir halt gelaufen statt gefahren. Ist der Monkman zu Hause? Wir brauchen einige Granaten der Heiligen Hand. Ich bin Monkman-Kind. Die Granate, die du suchst, ist ein Kunstwerk, das nur den besten Männern gewährt wird. Und ich gebe keine Rabatte. Was weißt du schon? Er sieht doch aus wie ein Monkman. Sag mir, meine Säugchen sind. Seid ihr Männer des Friedens? Ist das nicht der, der uns gerettet hat, wegen der Hexe da? Ich weiß nicht so recht. Ich habe ja Spaß an Mord und Gewalt. Gut, Frieden ist eine Lüge. Du bist würdig. Folge mir. So schlagen die sich gegenseitig ihre Scheißköpfe ein. Das sind Mönche und Mönche tun das halt für gewöhnlich. Sie haben Kampfkunst quasi im Blut. Im Ernst? Also sollen sie auch aus ihrem Anus bluten? Ausdauer. In der Ausdauer erlangst du die Stärke. Ich glaube, ich habe das in einem schicken Buch gelesen. Klingt cool, oder? Klingt nach einem Haufen eingebildeten Müll. Schau, die Granate der Heiligen Hand. Und die Proben der Heiligen Hand. Hör zu und lass dich lehren. Zuerst musst du den Heiligen Stift herausnehmen. Dann musst du bis drei zählen, nicht mehr und nicht weniger. Drei soll die Zahl sein, die du zählen sollst. Vier sollst du nicht zählen, noch zählst du die zwei, außer dass du dann zu drei übergehst. Fünf ist ganz falsch. Nun schenke ihn jetzt Probengranaten, Bruder Salpeter. Mach weiter und probiere es selbst. Bruder Redshirt wird dir helfen. Denk immer daran, dass du bei einem Wurf nicht mehr als drei Sekunden hast. Oh, warte, du willst, dass wir einen deiner Männchen in die Luft jagen? Bruder Redshirt leidet an einem schweren Fall von Grillen im Schritt. Für ihn ist das ein Schicksal, das schlimmer ist als der Tote. Außerdem sind Zielattrappen nicht billig. Ja, okay. Oh. Besatzdruck E. Muss gleich noch einer kommen. Ja.
Aber wir sammeln mal so viel es geht davon. Scheint geil zu sein. Sehen schon geil aus. Die heilige Handgranate. So, wie viel können wir haben? Wir stocken mal unser Inventar damit auf. Wir machen bis 10, ja? Wenn wir, sobald wir 10 haben, werfen wir ein. So. Jetzt einer noch. Und dann können wir eine werfen. So, 10 haben wir jetzt. 1, 2. Gut, sei bereit. Los geht's. Hier ist die aufgeladene Granate der Heiligen Hand. Jetzt geh und zerschmettere die Feinde des Herrn in winzige Stücke. Vergiss dabei nicht, verwende sie nur, wenn du dich absolut sicher fühlst. Versprich mir, dass du damit nicht einfach die nächste Hure bewirkst, okay? Sicher, Zero Waste oder so. Oh, und du kannst die Übungsgranaten gerne behalten. Egal wie gereizt man ist, man muss die Latrinen irgendwie frei machen, oder? Juhu, schau dir das an. Wir werden sie von Socken hauen. Was nun? Wir müssen den Bischof der Stadt entführen. Auf diese Weise locken wir die alte Dame aus der Stadt. Was denkst du? Macht dieser Plan Sinn? Was? Können wir dieses Signalding nicht einfach wieder verwenden? Nein. Nach diesem letzten Stand wurde es an einen weniger zugänglichen Ort gebracht. Auch die Entführung dieses Bischofs ist wahrscheinlich eine sicherere Wahl. Vertrau mir einfach. Moment, ist das derselbe Bischof, der deiner Frau die Scheidung gab? Ja, in der Tat. Aber das hat nichts damit zu tun, ich schwöre. Verfolge den Bischof und schlage alles aus ihm heraus. Nicht tödlich. Ja, okay. So. Ja, okay. So, der da hinten gibt es. Was ist das für ein Arsch? Ne, hier kommen wir nicht durch. Warte. Jetzt ziehen wir raus, ja. Da geht's raus. Ah, hier geht's rein. So, und wo finden wir den Bischof? Da hinten. Also hier, dann rechts. Oder im Grunde auch geradeaus. Ich glaube, unser Bart ist weg. Na, ja, ist jetzt auch nicht so tragisch, wenn er weg ist. Müsste der dann sein? Captain Middle Age? Lass mich in Ruhe, du alter Psycho. Weg hier. Den kennen wir doch. Ich hab dich gewarnt, oder? Was wartet ihr beiden Trottel? Schnappt ihn euch. Ja, Middle Age, du kümmerst dich um die. Und ich um mich um den. Alles klar, jetzt holen wir uns einen Wagen für diesen fetten Kerl. Ich werde ein Auge auf ihn haben. Ja, okay. Wagen holen. Ah, da kommt man durch. Oder auch nicht. Ah, doch, hier. So. Und dann vorsichtig da rüber. Okay, jetzt zu einem meiner Verstecke. Wie auch immer, hier ist der Plan. Wenn die eiserne Lady kommt, um den Bischof zu hüllen, wirst du sie ablenken, damit ich mich hinter sie schleichen und die Granate benutzen kann. Hüllen? Das kommt nicht in Frage. Du wirst es versauen. Aber das ist meine Chance, endlich mal super cool auszusehen. Außerdem, wie schwer kann das schon sein? Ich habe nein gesagt. Du kümmerst dich um das Ablenkungsmanöver. Ich schleiche mich an und werfe die Granate. Ah, gut. Klar, verstanden. Nimm dir den ganzen Spaß. Ich will ja auch, dass es funktioniert. Fahre mit dem Wagen zu den Ruinen am Fluss.
Ah, zu den Ruinen, wo wir vorhin waren. Okay. So. Ach, heult nicht so viel rum. Und schlimm genug, dass der da am Heulen ist. So. Müsste das. Ne, noch nicht hier. Da sind sie. So, hier durch. Und. Da waren wir. Woher wissen wir, dass sie uns finden wird? Oh, das wird sie. Sie ist gut, das muss ich zugeben. Aber nicht so gut wie der boshafte Captain Midley. Schaha. Sie müsste jede Sekunde hier sein. Los, versteck dich irgendwo. Hm, und wo? So, wo haben wir die heilige Granate? Wo ist denn die? Eine Granate. Ah, also bist du doch gekommen. Hm? Ja, aber wo ist die Granate? Hey du, das Captain Middle Age ist tot. Du aber musst es nicht unbedingt sein. Gib den Bischof zurück. Schnell, denken jetzt. Schau her, eiserne Dame, das Werkzeug deines Untergangs, die Granate der heiligen Hand. Okay. Hm, mal sehen, wie viele Sekunden war es nochmal. 4? Ah, der hat die, der Idiot. Was zur Hölle? Oh Mist. Also war er nicht allein. Hey du, das Mittelalter ist tot. Aber du musst es nicht sein. Gib den Bischof zurück. Ich muss schnell überlegen. Ich finde einen Weg, um die eine Lady abzuwehren, bevor die Wachen eintreffen. Mhm. Wie mache ich das jetzt? Ah, da haben wir die. Ja. Komm. Genug Explosion für heute. Prinzessin? Oh Scheiße, du hast meinen Helm zerstört. Nun, jetzt muss ich dich töten. Warte, warte, warte. Vielleicht können wir einen Deal machen. Ich möchte nur das Turnier gewinnen. Das ist alles. Welches Turnier? Das Turnier? Oh ja, ich erkenne dich. Scheiße, ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber wir könnten uns irgendwie einigen. Ich werde dir helfen, das Turnier zu gewinnen. Warte mal, was? Zuerst muss ich einen neuen Helm bekommen. Dies ist nicht der beste Ort. Dies ist nicht der beste Ort, ist für diesen Ort Unterhaltung. Triff mich außerhalb der Stadt, Arschloch. Sei diskret. Ja, und meine Rüstung ist auf den Arsch. Und der ist tot. Ja, ey, das ist auch ein echter Idiot gewesen. Ja, mein Fahndungslevel bei 0 halten. Auf jeden Fall, das schaffen wir. Achso, das ist nur ein Stein. Dadurch? So. Wo müssen wir hin? Okay. Was immerhin ist hier Captain Idiot weg. Moin.
So. Da wären wir. Hallöchen, Prinzessin. Ach, sei still. Das Arschloch von meinem Vater hat entschieden, dass der Gewinner das halbe Königreich nimmt. Und mich. Aber hat mich jemals jemand gefragt? Nein. Ich sehe das so. Wir arrangieren einen Sieg. Wir heiraten und nichts weiter. Und dann machen wir alle unser eigenes Ding. Wie hört sich das an? Ich kann dir nicht einfach meine Rüstung geben, Dunkel, was dir nicht passt. Aber ich kenne einen Typen, der eine für dich anfertigen könnte. Lass mich raten, dieser Monkman-Typ? Ja, du kennst ihn? Ein bisschen. Ja, okay. Lass mich raten, das kostet wieder 5000 Gold. Das wird wahrscheinlich wieder 5000 Gold kosten. Mit Sicherheit auf jeden Fall. So, hier müsste auch irgendwo eine Rüstung sein. Haben wir wieder voll. Ja. So, und da haben wir die heilige Granate. Ich finde die geil irgendwie. So. Ah, wir haben jetzt aber nur das hier, ne? Gehen wir schnell dahin. So. Durchfahren. Oh, hier kriegen wir auch noch eine Rüstung. Ja, okay. So, dann machen wir hier nochmal. Auge des Pferdes. Harry, ja? Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass ich nicht so gut im Turnier bin? Nun, ich würde sagen, du bist zu bescheiden. Du hast schon einmal gekämpft, oder? Nein. Oh, du weißt schon, dass der Wettbewerb gleich um die Ecke ist, oder? Ja. Verdammt, okay, lass mich nachdenken. Es gibt jetzt nur einen Weg. Wir gehen zu einem alten Meister der Turnierkünste, der irgendwo am Rande der Welt lebt. Irgendwie. Reite zum Turniermeister. Woher zum Teufel kennst du so einen Pferd? Und ich kenne viele Leute, geil. Das ist mein Job. Warum bist du, warum hast du mir nicht früher gesagt, dass du einfach gar nichts über das Turnier weißt? Du hast nie gefragt. Joa, jetzt brauchen wir aber ein Pferd. Wir müssen jetzt irgendwo her ein Pferd klauen. Hey! Komm her! Warum rennt der so im Kreis? Oh, scheiß drauf. Ja, steig aus. Komm, steig auf. So. Wo müssen wir hin? Ah, auf der anderen Seite des Waldes, okay. Mhm. Hier! Wir sind da! Tu alles erdenklich, damit er dich trainiert. In der Zwischenzeit werde ich versuchen, bei den anderen Teilnehmern Chaos zu stiften. Vermassel ist das nicht geil. Der Sensei ist ein exzentrischer Kerl. Okay. Ja, jetzt. So, nee. Nee. Da wollen wir sein. Da ist er. Hey du musst mich für das Turnier trainieren. Nein, geh weg. Diese alte Kunst, du musst das eins mit der Macht sein. Du siehst nicht würdig aus. Also soll das dann so eine Anlehnung an Yoda sein? Willst du Turnier? Dann beweise dich als würdig. Die Antwort liegt in der Dynamik des Kampfes. Lass uns kämpfen. Wie auch immer, zumindest bin ich ein bisschen gut darin. Mit Stöcken, hol dir irgendwo hartes Holz, wie in alten Zeiten. Du nimmst den Stab hier. Was? Kein Rumgelaber, kämpfe. Okay. Hm? Besiege den Meister in den alten Kampfstockkünsten. Komm her.
Du bist stark in der Kraft, aber ich habe eine Rüstung entworfen. Ich werde dich für das Turnier vorbereiten. Hast du übrigens Ketamin? Nein. Was ist das für eine Frage? Es war ein Versuch wert. Um gut zu kämpfen, musst du die Macht spüren. Sei eins mit der Macht. Kämpfe in der Macht. Sieh, wenn du nichts siehst. Zuerst verdecke ich dir die Augen. Du schießt dann auf die Dummies. Hat das wirklich etwas mit Turnier zu tun? Sei still. Schau nur, konzentriere dich. Siehst du die Dummies? Ja. Jetzt nicht reden. Einfach schlagen. Gut, schlag jetzt einen anderen. Fast geschafft. Bist du sicher, dass du nichts siehst? Ein weiteres Ziel ist vor uns. Außerhalb der Reichweite. Außerhalb der Sichtweite. Fühle Kraft in die und schieße. Nichts ruinieren meine Scheiße. Nee, der muss irgendwo hier sein. Lass los und treffen lassen. Ist nicht so schwer. Konzentrier dich. Spürst du sie nicht? Nein, lass mich doch mal sehen. Oh, ganz knapp. Ha? Yeah. Oh, Mist. Kein Problem. Nur eine kleine tödliche Wunde. Out. Ich eins mit der Macht, ich heile. Guter Spieler du bist, ich mag dies. Großartig, aber wann kommen wir endlich zum Turnier? Fick dich, ich will kein Pferd sein. Kein Fluch. Du reitest, du Turnier. Wenn du schweigst, kannst du auch siegen. Kein Aufhören. Sei ruhig und jetzt in die Stadt, Pferd. Nee. Besser, wenn das gut läuft. Ansonsten endest du mit gebrochenen Beinen. Bring den Meister zur Altstadt. Gut, du Pferd, du fühlst Pferd. Bist du eins mit Pferd? Ich bemühe mich. Es gibt nichts versuchen. Nur handeln, Pferd machen. Eins mit Pferd, eins mit Gewalt. Sie umgibt alles. Nur zu verteidigen, du sie brauchst. Ja, Meister Jura. Ich Pferd. Ich sein Pferd. From a baboon's ball.